So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mal mit dem versprochenen Video, nämlich zu dem Final Stand DLC. Und wir haben hier jetzt Eroberung auf Hammerhead. Und es war echt schwer, einen Server zu finden, weil aktuell sind irgendwie alle Leute so auf dem Phantomauftrag, ich will Dogtag suchen und alles. Und dann hast du irgendwie von fünf verfügbaren Servern, die alle relativ voll sind, gerade mal einen, wo du Leute töten darfst. Und also die gerade auf jeden Fall verfügbar waren von denen. Und das ist schon echt zum Kotzen. Und ich habe jetzt gerade versehentlich was, dass ich hier hinten gespawnt bin. Aber vielleicht kann ich euch sogar schon den. Nein, kann ich euch nicht. Schade. Ich hätte gedacht, das wäre dieser neue Panzer, den ich euch hätte zeigen können. Aber wie ihr seht, das ist jetzt. Das war jetzt die Map. Was? Hammerhead war das, glaube ich. Ja. Ich bin mit den Namen noch nicht so geläufig, weil ich hatte jetzt echt in den letzten Tagen nicht so viel Zeit zum Spielen, vor allem nicht zum Battlefield-Spielen. Weil ich habe so viele neue Spiele, ich habe mit GTA angefangen und alles. Aber es geht jetzt heute mal eher um Battlefield, deswegen. Ja, also das ist hier so eine riesen Schneelandschaft, die ihr schon sehen könnt. Und ihr habt sicherlich schon einige Gameplays gesehen. Und ich spiele das jetzt einfach mal so ein bisschen an. Und hauptsächlich das hier außen drum ist nur so ein bisschen Geplänkel. Das interessiert nicht wirklich alle oder überhaupt die Leute. Und da werden total viele Leute getötet von uns, sondern es geht hier hauptsächlich. Oh, da ist. Ja, den kriege ich nicht. Ich kann nicht hoch genug. Naja. Boah, es leckt gerade auch übelst. Was ich gar nicht verstehen kann. So. Wo ist der denn? War doch gerade einer. Ja. Naja. Na, wo bist du? Ja, oh fuck, Alter. Ich bin das nicht gewöhnt, dass die so viel aushalten. Scheiße. Ich bin eher das gewöhnt von Call of Duty. Da würde das nämlich voll ausreichen. Aber 4%, du kleines Arschloch, ey. So. Ich drücke immer viel zu schnell. So. Ich weiß gar nicht, gab es diese Schneemobile schon? Warte mal. Ist das hier hinten so ein neuer? Nee, ist das so ein neuer? Ich weiß es nicht. Ich guck mal schnell. Nein, ist es nicht. Okay. Dann gehen wir mal aufs Schneemobil. Und fahren mal ein bisschen woanders hin. Ich könnte mal gucken, ob ich jetzt rechts rumkomme. Ich habe die Map mir so gar nicht so groß gar nicht angeguckt, denn es geht halt hauptsächlich um dieses. Wir sehen, sind wir hier irgendwo in Russland. Aber es geht hier halt hauptsächlich um die. Das in der Mitte und das ist dieses. Halt mal, wir fahren erstmal hier hoch. Nicht so voll auf den Checkpoint drauf. Am Ende werden wir echt noch abgeknallt. Und ich spiele mittlerweile eigentlich weniger Sunny, weil bei. So großen Maps halt doch sau viele Fahrzeuge unterwegs sind. Und du hättest gedacht, du kannst mich so leicht verarschen. So, jetzt sind wir hier bei E. Also, ich weiß nicht, das war damals irgendwie so bei einem. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber das war irgendwo bei einem, beim Gameplay, da hat sich jemand gefragt, warum sind das nur vier Checkpoints? Obwohl es ein Xbox One Gameplay war und das war halt eine kleine Eroberung, das ist eine große Eroberung. Das heißt, hier sind 64 Spieler maximal drin und so sind 32 im Normal, im Kleinen. Deswegen gibt es ja. Boah, ich bin voll erschrocken, ey, wie ich den gehört habe, ey. Ich hoffe, die Qualität passt auch für euch, denn ich habe hier jetzt eine neue Aufnahmemethode, probiere ich aus mit meiner Capture-Karte, dass die gleichzeitig auch eine Datei aufnimmt, denn mir ist die Capture-Karte in letzter Zeit immer wieder mal abgeschmiert. Boah, wie halt überall abprallen. Was für ein Aim. Ich wüsste, wo die sind. Wo sind die denn?
Oder war das gerade falsch angezeigt? Oh, da ist ein Jet. Markieren. Auf jeden Fall, ich muss sagen, so Schneelandschaften gefallen mir unfucking fassbar gut. Also ich liebe einfach diese Schneelandschaften. Das war schon in Bad Company 2 so. Da gibt es diese Map, die auch in der Beta damals verfügbar war. Die ist so geil. Und ich finde es einfach, diese Schneemaps richtig cool. Also, weil ich, ja, ich mag auch zum Beispiel in Mafia 2 am Anfang, wenn man aus dem Krieg kommt und dann, okay, die haben hier zugemacht. Machen wir mal auf. Und das ist so ein richtiger russischer Bunker hier. Und hier geht's halt tief hinab. Mal gucken, ob da unten welche sind. Wow, ich kann nicht runterziehen. Und hier ist es gefährlich. Ihr müsst gucken, dass ihr genau trefft und nicht irgendwie vorher aufschlagt. Sonst fallt ihr danach runter. Und das Ganze gibt's hier auch als... wow, ist da jetzt oben einer? Wow! Scheiße, ich habe gar nicht gecheckt, dass die da hinten alle getötet wurden. Es geht ja jetzt hier hauptsächlich nicht darum, dass ich irgendwie gut spiele, sondern dass ich euch die Map ein bisschen zeige, so ein bisschen die Feinheiten. Und das ist halt so ein richtiger russischer Bunker und wie ich sehe, kacken wir hier gerade auch vollends ab. Und wir haben hier einen Panzer, dann nehme ich doch einfach mal schnell... Oh, das ist dieser Schwebepanzer. Oh, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier Semi-Auto-Sniper gespielt habe. Ich nicht getroffen habe, ey. Piss dich. So, erstmal ein bisschen Leben tanken. Okay, er ist tot. Ah, okay, hier haben wir auch so ein Hovercraft-Panzer. Manche wundern sich, warum, wenn man mit dem über Minen drüber fährt, warum die explodieren. Das ist so, weil der hat unten, kommt da auch bei ihm Feuer raus und deswegen explodieren auch die Minen. So, da ist ein Heli. Jetzt habe ich hier zwar... wow, ja, ganz geil. Kann nicht nachladen. Wo ist der denn jetzt hin? Was ich ganz cool fände, wenn die hier in diese, zwischen den Containern so Art Noscher-Kanäle was machen würden. Alter. Okay, der braucht eine Reparatur? Nee, irgendwie doch nicht. So, hier. Treffen tue ich den eh nicht, deswegen... Ihr seht schon, der Schnee, das ist schon ganz schön heftig. Also, starker Schneefall. Ey, wie ich halt nichts treffe, ey. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ich will euch ja das innen drin noch zeigen. Das ist ja viel wichtiger, als jetzt die ganzen Leute zu töten. Stirb. Und wie ihr seht, auf meiner Waffe hier auch schön das Affen-Logo. Das Ganze ist aus dem Platoon vom Jim Panse, Gamer, also YouTuber. Und somit auch mittlerweile einer meiner Lieblings-Battlefield-YouTuber. Deswegen, wobei es ist auch der einzige. Aber ich finde ihn cool. Wow, ah, da liegt einer. Oh, ich habe nicht schnell genug gezielt. Scheiße. Ja, komm, wenn du ein Sunny bist, wäre das richtig geil. Nee, natürlich ist es kein Sunny. War ja auch kein Sunny. So. Oh, näher komme ich nicht ran. Oh, so eine Scheiße. Oh, der ist kaputt. What? Boah, what the fuck, ey? Ja. Ich verpiss mich raus, ey. Und gleich wirst du wieder gesniped, ey. Ist echt schlimm. So. Ich wollte euch da drin ein bisschen was zeigen. Jetzt werde ich die ganze Zeit abgeknallt. Ist irgendwie nicht so gedacht worden.
Aber wir haben noch ein paar Tickets, das dürfte jetzt nicht so sein. Aber hier könnte man echt ein cooles Deathmatch machen, wobei die auch ein bisschen sehr linear sind hier aufgestellt, halt, wie es halt auch in echt wäre, ne? Aber an sich ist Vorherrschaft oder Team Deathmatch innen drin in dem Bunker und du kommst sozusagen nicht wirklich raus. Hol dir das Medikit! So. Alter, die schießen da einfach nur drauf. Da gehe ich lieber nicht lang. Lieber mal versuchen hier, weil das Eis kann hier halt auch brechen. Und wir gehen einfach mal durch den seitlichen Eingang vielleicht. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Auf jeden Fall gibt es wieder 4 Karten und die sind auf der One auf jeden Fall relativ gut bespielt. Was man allerdings sehr wenig findet, ist Vorherrschaft. Man findet sehr viel Team Deathmatch, aber Vorherrschaft ist echt relativ wenig. Was ich echt schade finde. Und ich treffe den einfach nicht, ey, meine Fresse. Oh, und du, wenn du ein Sunny wärst, das wäre der Hammer. Nein, bist du natürlich nicht. Ey, warum ist keiner mehr Sunny? Ich verstehe es einfach nicht. Total viele Leute spielen einfach nicht mehr Sunny und das kotzt mit der Zeit echt an. So, weh, ich werde jetzt abgeknallt von irgendeinem Arsch. Ich hab einen feindlichen Da ist ein Panzer gesichtet. Nur zur Info. Und es gibt hier rund um den Berg immer wieder so ein paar Eingänge und da hinten auch halt immer so offenere Basen, wo die eingenommen werden müssen. Und ich finde, das ist eine ganz gute Abwechslung. Das Problem ist bloß, dass 90% des Kampfes wirklich hier drinnen passiert. Und ich habe jetzt keinen Bock von irgendjemandem ab... Wow, ja, natürlich ist da einer. Natürlich ist da einer. Jups, da. Na, wie mache ich das denn? Ist der noch da oben? Weh, ich werde jetzt abgeknallt. Das wäre richtig scheiße. Dass ich es nicht mal hier reinschaffe. Nein, jetzt... Okay. Das Problem ist aber, ich habe keinen Schalldämpfer dabei. Brauchst du einen Schalldämpfer. So, machen wir mal die Tür auf. Boah, ja, ist ja gut. Alter, was war denn das jetzt? Das ist hier so ein bisschen das Problem, dass einfach die Leute sich drinnen verkämpfen und du kommst einfach nicht mehr rein. Das ist so das größte Problem. Allerdings hast du das in Vorherrschaft nicht mehr. Und wir kriegen einfach keinen vernünftigen Punkt. Hier ist wieder ein Panzer. Schauen wir mal, ob ich den Panzer ausgeschaltet bekomme. %37, ey, den habe ich gut getroffen. Nein, das war schlecht. Ich hoffe, hinter mir ist keiner. Nee, es sieht nicht so aus. So, wo ist jetzt dieser Hovercraft-Panzer hin? Hat sich wieder verpisst oder was? Schein. Ah, halt, da ist einer. Der ist tot, okay. Ich habe einen feindlichen Soldaten gesehen. Mal schauen, ne, das war klar mit der Waffe. Vor allem mit dem Scope treffe ich den nie im Leben. Ist da oben einer? Ne, das ist ein Baum. Der Schneefall ist beim Zielen schon manchmal echt eine Herausforderung. Da ist einer, da ist ein Jet. Der fliegt so langsam, den kann man sogar fast mit einem Raketenwerfer raus runterholen.
Okay, so kann man es auch machen, um nicht gesehen zu werden. Aber das ist natürlich auch... Das verstehe ich nämlich im Rücken zum... Ist da hinten wieder dieser scheiß Sniper? Nee. Ey, das ist echt nervig, weil ich gerade so, weil ich auch gerade nicht die beste Waffe habe. Wow, ich treffe halt auch nichts, ey. Fuck, ich muss mir eine andere Waffe holen. Ich hätte als Sniper reingehen sollen und dann als und dann ein Funkfeuer aufstellen. Da könnte man wenigstens spawnen. Aber ein paar Leute sind von uns drin und ich nehme jetzt einfach mal den Versorger. Oh, 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 nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte farmt uns jetzt nicht ab, das wäre richtig scheiße. Wenn sie uns jetzt im Wasser abfarmen würden. So. Stirb. Die Waffe ist auch richtig geil. Also das mit dem Teil kann man echt gut ein paar Leute wegholen. Und vor allem mit dem Verstärker kannst du auch noch ein bisschen auf weite Entfernung, also ein bisschen. Yeah, ich hab das, den, wie heißt du das, den meistgesuchten Typ da weggeholt. Den kann man ja, den markiert immer in der Kommande. Und ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt mit dem Teil gut was wegfarmen können. Mal gucken, wie ich jetzt so... Scoremäßig steht wahrscheinlich übelst schlecht. 7 zu 7, immerhin ausgeglichen. Allerdings, wenn ich jetzt spawne, wird es wahrscheinlich schlechter werden. Vermute ich mal. Und jetzt hole ich mir den kleinen Arsch da. Wo ist er denn? Der steht hier doch irgendwo. Weg ist der. War doch aber noch einer, oder? Komm nur her. Ich habe viel Schuss. Also da... Da ist noch einer. Ja, Unterstützungsfeuer immerhin. Da rechts hinten ist auch noch einer. Wow. Der war jetzt noch weiter hinten. Aber ihr seht schon, mit dem Teil kann man vor allem auf nahe und mittlere Entfernung echt gut Leute wegholen. Vor allem, wenn man so Intervallschüsse abgibt. Alter, sind da viele Leute. Da hat irgendjemand jetzt was mal... Wow. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Boah, scheiße, Alter. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn du Leute hast, die bei dir nicht wirklich was, nicht wirklich gut sind. So, jetzt gehen wir da halt mal hin. Hier sind deine Kugeln, Mann. Und, wetten, der will mich töten? Natürlich will er mich töten. Wow. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht kurz diesen Blackout gehabt. Wow. Genau. Oh Mann, ey. Das ist immer das Beschissenste. Ich hätte gedacht, hier C4 dabei, aber C4 hat ja nur der Ding. Der Sniper, soweit ich weiß. Und ich kann euch jetzt gar nicht das Innere richtig zeigen, weil... Ah, okay. Der Typ hat sich ein bisschen vorgekämpft, was ich geil finde. Coole Sache, definitiv. Weh, ich sterbe jetzt, aber ich... Mit ein bisschen Glück nicht. Okay, der ist tot. Die zwei hätte ich schon mal. Scheiße, ich habe nur 17 Schuss. Aber ich regeneriere mich.
So, Camper da hinten, ey. Geht mal gar nicht. So, hier ist nochmal so irgendwie so eine Öffnung. Ich finde die immer nicht, wenn ich sie suche, dann finde ich sie immer nicht. Das ist total nervig. Halt, nee, das ist ja einer von uns. Haben wir gerade schon gedacht. Komm schon, mach ein bisschen schneller, du blöde Fahne. Hier sind deine Kugeln. So, erstmal ein paar Kugeln hin. Ja, und jetzt setze ich da mein Granätchen hin. Und, whoops. So, und falls die uns blöd kommen... Wow, ja, ich verschwinde schon. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. So. Ah, irgendwann muss der ja kommen. Komm, und jetzt laufen wir so schön in meine Claymore rein. Das wäre das Schönste. Wow, ey, oh Mann! Das ist richtig behindert. Wenn du spawnst und der Typ checkt einfach nicht, dass hinter ihm einer ist. Und du kannst dich auch nicht gucken oder so. Du spawnst ja einfach nur bei dem, weil das Bild so dunkel ist. So, jetzt haben wir ihn denn alle. Und jetzt müssen wir die einfach nur draußen halten. Aber da sieht man schon, man braucht wirklich... Die verreist schon stark und ich habe auch einen Frontgriff dran. Und da ist es immer von Vorteil, wenn man ein bisschen mehr also von denen sieht, als nur einen Kopf zum Beispiel. Ist da einer? Nein. Dann decke ich mal da hinten ab, wenn da jemand kommt. Stimmt, so eine Claymore wäre da richtig schön fies. So, für euch erstmal Munition, falls ihr leer seid und... Wow. Da kommt scheinbar ein Panzer. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. So. Die Tore sind alle zu, das ist gut, weil dann hört man immer, wenn jemand kommt. Weil ja die Tore piepsen. Willst du mich verarschen? Wo ist denn da jemand? Oh, da ist einer rein. Scheiße. Oh, fuck, und jetzt komme ich hier nicht hoch. Er ist hier. Komm schon. Mal schauen, ob es klappt, ohne dass ich getötet werde. Da ist er nicht. Doch, da ist er schon. Ha, ficken! Oh, wie man sie halt nicht sieht. Ach, da hinten kann man rüber. Ich hätte gedacht, es hört da auf. Scheiße. Ach ja. Naja, und? Aber wie stehen wir? Naja, immerhin immer noch unentschieden. Also ich kacke jetzt wenigstens nicht so übelst ab. Du Ficker, ey! Ich halt rein zufällig da spawne. So, geh erstmal in Deckung. Jetzt laden wir gemütlich nach. Halt, warte mal. Das ist wichtig. So, und jetzt laden wir gemütlich nach. Das dürfte einer von uns sein. Und hier ist irgendwie so diese Steuereinheit zentrale Dingsbums da. Also. Da ist gerade einer weggelaufen.
Wo hat er die denn getötet? Ach, das ist diese scheiß fliegende Drohnenkack da. Ah ne, der ist sogar von uns, okay. Also, ach, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier, das ist diese Steuereinheit. Das ist somit der beschissenste Punkt zum Einnehmen. Ist wirklich so. Und hier ist nochmal ein Aufgang. Allerdings hoffe ich... Oder kein Aufgang, sondern eher so eine... Achso, die konnten das nicht öffnen? Erstmal und... Warte mal. Schön zumachen. Das ist halt wirklich so eine Atomtür, da geht halt echt nichts durch. Allerdings, wenn du da aufmachst, da steht ein Panzer davor, was mir schon einige Male passiert ist, dann donnern die dir schon ganz schön was rein. So, ich hoffe, du tötest den Arsch jetzt, der da unsere Leute getötet hat, aber... Ach nee, sind die über uns? Schwer zu sagen jetzt hier. Ja, schöne Rauchgranate hier rein. Boah, wie ich halt nicht treffe. Und dann trotzdem noch einen Assist krieg, ey. Aber die wollen jetzt den Punkt einnehmen, deswegen, Leute, holt euch den scheiß Punkt für... Oder belagert ihn, oder was auch immer. Manchmal spawnt man auch und man hat keine Ahnung, wo man ist. C haben wir jetzt verloren, deswegen müssen wir mal gucken. Laufen wir mal hier hoch. Aber ihr seht schon, ganz schön viele Leute unterwegs. Und... Wir haben leider verloren. Obwohl wir jetzt am Ende noch diese Punkte innen drin so fast... Ja, ein paar Minuten halten konnten. Aber das war die Map Hammerhead. Und ja, also ich kann nur sagen, mir gefällt sie sehr gut. Man kann draußen schön mit Panzern ein bisschen kämpfen. Und auch so kleine Kämpfe. Allerdings ist das Problem... Sie ist teilweise an manchen Stellen zu groß. Also man, 90% der Action ist wirklich drinnen in diesem Bunker und alles andere draußen ist halt, da ist nicht mehr so viel. Deswegen ist ein bisschen schade, aber irgendwie das Design oder so, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ja, in diesem Sinne war es das mit diesem Video auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!